Hi Leute, es geht wieder zur Kieferorthopädin. Also willkommen zum zweiten Teil meiner Invisalign-Reihe. Heute kommen die Attachments drauf. Ich bin sehr gespannt, wie das hinterher aussieht, weil sie kommen tatsächlich auch vorne an die Zähne dran. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Schiene dadurch viel, viel sichtbarer wird. Aber wir werden sehen. So sieht es bis jetzt aus. Überhaupt nicht sichtbar. Es hat auch keiner in meiner Umgebung gemerkt. Selbst meine beste Freundin, als ich gesagt habe, hey, guck mal, wie findest du es? War sie erstmal irritiert und meinte, was meinst du jetzt? Weil sie es wirklich nicht gesehen hat. Also es ist schon echt cool. Egal, wir werden jetzt mal schauen, wie das mit den Attachments so abläuft und wie es hinterher aussieht. Bis gleich. Attachments sind drauf und ja, sagen wir so, wie ich befürchtet hatte, sieht man es doch schon ein bisschen mehr. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das direkt auf den ersten Blick sehen kann, aber eigentlich schon. Also das sind ganz schöne Ausbeulungen, sage ich mal. Ich komme mal ein bisschen näher ran. So sieht das aus. Ja, gut. Aber wenn ich, glaube ich, ein bisschen weiter weg bin, sieht man es nicht, nur von Nahem und wenn man es weiß. Vorher war es schon besser, aber es gehört halt zu der Behandlung dazu. Und ich sag mal, Hauptsache schöne gerade Zähne am Ende der Behandlung und so schnell wie möglich. Und die Attachments verschnellern halt den Prozess auch einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, wofür die überhaupt da sind. Also die sind da, um den Zahn an einer bestimmten Stelle mehr in eine bestimmte Richtung zu drücken. Ich habe unten, glaube ich, an der Seite 3, hier oben 4, da 3, irgendwie so. Das ist jetzt dann natürlich Schiene Nummer 2. Die sitzt natürlich viel, viel enger jetzt wieder als Schiene 1. Schiene 1 war jetzt nach 2 Wochen richtig locker geworden. Man glaubt das gar nicht, wie schnell sich die Zähne da anscheinend anpassen. Aber ja, war richtig locker geworden und jetzt hat man wieder dieses richtig enge, drückende Gefühl. Ich bin schon auf den Rest des Tages gespannt, weil jetzt gerade ist es noch okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich heute Abend wieder sage, boah, raus mit dem Ding. Aber ja, so ist es dann halt. Ich glaube, ich habe im ersten Vlog und bis jetzt auch noch gar nicht gesagt, wo ich überhaupt hingehe. Ich gehe hier in Osnabrück zu Dr. Moorbutter. Die kieferorthopädische Praxis heißt Dents and More. Schreibe ich euch auch in die Infobox. Aber kleiner Einschub, ich bin nicht gesponsert. Ich sage das einfach nur, weil ich die Praxis unglaublich schön finde und das Team super, super nett ist. Schönen Dank an der Stelle, falls ihr das jetzt seht. Ich bin sehr zufrieden und ja, wenn ihr aus Osnabrück kommt, könnt ihr ja mal da vorbeischauen und euch informieren, falls ihr euch für das Thema Zahnspange oder Invisalign interessiert. So, das war es schon mit Teil 2 der Invisalign-Reihe. Wenn ihr noch Bock habt, Teil 1 zu gucken, geht einfach auf das Video, was jetzt hier eingespielt worden ist. Gebt dem Video einen Daumen hoch und folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter und abonniert natürlich meinen Kanal. Bis dann, tschüss!